Yo, ich bin's mal wieder mit einem kleinen Channel-Update, habe ich mir mal gedacht. Hatte ich auch schon länger nicht mehr gemacht. Und zwar, nachdem unser Videospam in den letzten Tagen ja wieder ein bisschen abgenommen hat, wie ich feststellen musste. Ich glaube, das letzte Video war bereits tatsächlich 5 Tage her oder mehr irgendwie. Hat unter anderem zu tun, also gut, ich habe dafür eh nicht so viele Videos gemacht. Das war ja hauptsächlich Psycho. Keine Ahnung, was der gerade macht. Ich auf jeden Fall bin momentan aber mitten in den Prüfungen, habe bereits hinter mir GSK und Esel, was eigentlich nur Einführungssoftwareentwicklung 1 ist, aber es sieht aus wie Esel, deswegen nenne ich es Esel, was eigentlich ganz easy war, wie ich finde. Viele beim Studieren, ist mir immer aufgefallen, studieren irgendwas Technisches und haben keinerlei Ahnung vom Programmieren, was ich faszinierend finde, als würde sich niemand davor mal irgendwie mal anschauen, was er denn eigentlich studieren würde. Wäre hin und wieder mal ganz nützlich, weil Programmieren regelmäßig den ein oder anderen Studenten hier zerstört, was definitiv nicht sein muss, aber naja. Und was ich auch hinter mir habe, ist Englisch, was tatsächlich irgendwie mehr oder weniger, ich weiß nicht. Ich bin ja ansonsten nicht schlecht in Englisch, würde ich sagen, aber irgendwie, ich hasse zum Beispiel Grammatik, ich mache das immer nach Bauchgefühl in irgendeiner Weise, was höchstwahrscheinlich schlecht ist, weil man auch irgendwie Sachen dann falsch macht und nicht genau weiß. Es gibt ja da so ganz genaue Regeln, wie und wann man welche Zeit einsetzt, aber naja, egal. Wird schon irgendwie laufen, hoffe ich. Ansonsten kann man es ja eh nochmal wieder versuchen, was ich sehr cool finde und irgendwie so die Prüfungsangst rausnimmt. Aber ja, vor mir ist jetzt noch Mathe. Das ist Gott sei Dank erst ganz am Schluss und meine größte Angst momentan. Und jetzt am Donnerstag Grundlagen der Gestaltung, wo ich dann auch mal gespannt bin, was alles drankommt, muss ich heute auf jeden Fall noch einiges lernen. Heute ist Mittwoch übrigens, also ein Tag davor. Ja, höchstwahrscheinlich ist es schon wieder ein Tag später, wenn dieses Video das Licht der Welt erblickt, so wie ich mich kenne. Auf jeden Fall, nachdem das dann fertig ist, sollte ich erstmal ein bisschen frei haben und das bedeutet, dass dann wieder ein paar mehr Videos kommen. Ich habe nämlich schon ein paar, mir nicht vorbereitet, aber vorgenommen zu machen oder endlich fertig zu machen, aufgenommen habe ich sie teils schon. Das wäre einerseits meine Meinung zu Halo 5, die wollte ich auch nochmal in einem größeren Video kundtun und ursprünglich von The Big Union, als die anderen beiden dieses Kanals hier bei mir in München waren, wozu es auch übrigens ein Video gab an alle, die es nicht gesehen haben und vielleicht noch nachholen möchten. Könnt ihr jetzt rechts oben bei dem kleinen i drücken oder falls ihr es nicht könnt, unten in der Beschreibung schauen. Und zwar hatten wir da ein bisschen Versus-Zeug gemacht, das ich auch endlich jetzt mal schneiden muss. Ich aber immer noch nicht dazu gekommen bin. Naja, ja, recht viel mehr gibt es dann eigentlich nicht zu sagen. Ihr könnt ja theoretisch auch mal in die Kommentare schreiben, was für Videos ihr im Generellen dann sehen wollt, weil ich habe auch ein bisschen mehr Zeit dann. Und wenn es irgendwelche speziellen Wünsche gibt, wäre ich natürlich auch sehr froh für ein wenig Inspiration, worauf ich dann gerne eingehen würde. Ansonsten gibt es halt nicht mehr viel zu sagen. Ah ja, eine Sache noch, wo ich vielleicht auch ein Video dazu machen werde. Ich habe mir ein neues Headset jetzt bestellt, nämlich ein Logitech G933. Und meine Hoffnung ist, dass es endlich ein Headset ist, das nicht unendlich teuer ist. Und dass man gut gleichzeitig an der Xbox und am PC benutzen kann. Und wenn das klappt, dann werde ich da auch mal ein Video zu machen. Und vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen, weil ich schätze, dass sicherlich der ein oder andere hier auch an beiden Plattformen spielt und es interessant sein könnte. Naja, könnt ihr auch mal dazu schreiben, was ihr davon haltet. Ansonsten war es das auch schon wieder mit meinem kleinen Quick-Update. Und ich wünsche euch noch allen einen schönen Tag.